Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerd-Zeitalter. Passt mal auf, ich habe da so eine Idee. Wir nehmen mal die Drohne und nein, 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 nicht mich selber runterschubsen. Das wäre sehr, sehr doof. Okay, wir haben hier Infizierte. Verteidigungsmodus. Okay, mit dieser Waffe kann ich. Okay. Okay, ich muss da irgendwie rüber. Wir gucken uns mal kurz hier ein bisschen um. Weil wir haben tatsächlich nicht so viele Schuss einstecken. Das war ein bisschen doof von mir. Ja. Okay. Okay. Warte mal, was ist das hier? Oh, das sieht auch ganz nice aus. Okay. Okay. Gehen hier raus. Wir versuchen, so schnell wie möglich darüber zu kommen. So. Oh, okay, die sind da hinten. Okay. Halt, nein, das war die falsche Waffe. 3. Okay. Numero uno. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Ich verblute. Ich verblute. Ja, jetzt verblute ich. Okay. Okay. Okay, Leute. Ja, ich bin am Blutverlust gestorben. Ja, so beginnt eine Folge. Sehr erfolgreich. Oh, Mist. Mist, ich hätte ihn in Ruhe lassen sollen. Ich hätte sie in Ruhe lassen sollen. Okay. Wir starten beim aktuellen Standort. Dann werden wir da wieder runterhüpfen. Okay, es wird dunkel. Halt, wir sollten an unserem Schiff was essen. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Mal schnell was essen. So. Die Key-Matrix. Okay. So, und dann essen wir. Ja, komm, erstmal noch eins. So. Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen over the top. Aber. So. Wir brauchen unsere Sachen wieder. Tja, und wir haben keine Bandagen dabei, Leute. Ja. Oh, gerade. Okay, wir scheinen langsam hochzuheilen. Alles nehmen. Oh, ja, da habe ich nicht aufgepasst. Oh Mann! Oh Sven! Oh, wir sterben uns durch. Okay, Sven. Ganz ruhig durchatmen. Wir gehen wieder auf den aktuellen Standort. Dann essen wir nochmal was. Wir gehen hier nochmal außen rum. Es wird schon wieder duster, Leute. Wir machen mal kurz Licht an. Das könnte uns vielleicht auch helfen. Licht ist vielleicht eine ganz coole Sache. Boah, aber die halten auch eine Menge aus, ne? Ah ja, da. So. Hier rüber. Und dann. Was essen. So. Okay.
Wie sind die denn jetzt darauf gekommen? Das ist ja mal unschön. Okay. F. Alles nehmen und wir rennen hier mal rum. So. Ah, ich muss erst nachladen. Okay. Okay. Warte mal, da unten steht auch einer. Okay, sind da hier unten noch welche? Ja. Okay. Wir nehmen alles mit. Nehmen wir auch alles mit. Dann klettern wir hier hoch. Das hier nehmen wir auch alles mit. Uiuiui. Uiuiui. So. Das hätten wir vielleicht von Anfang an machen sollen, den Plan umsetzen. So. Nehmen wir auch alles mit. Okay, da gab es auf jeden Fall ein paar Keime und sowas. Ah, hier geht's dann drauf. Okay, ich verstehe. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal rum, wo ich gerade eben so geflüchtet bin. Ob hier noch was ist. So. Okay, hier ist nichts. Okay, dann ist das hier anscheinend dieser Keller, von dem geredet wurde. So. Halt. Hier. Ach ja, der gute Heilschmütterling. Und dann kommen wir darauf. Haben wir das jetzt schon ausgeleert? Ja, haben wir. So. So, und jetzt müssen wir dann darauf springen. Ne, warte mal, da drüben ist doch noch mal was. Okay, das ist definitiv nichts für Phobiker. Komm, da. Alles mitnehmen und auch alles mitnehmen. Leute. Oh, Leute. Oh, ich hoffe, es ist nicht so dunkel in der Aufnahme. Ventilator. Okay. Nehmen, mitnehmen. Kommen wir hier wieder rauf. Mal da durch. Ja, kommen wir. Okay. Halt. F. Falsche Taste. Okay, es gibt hier auf jeden Fall eine Menge Fleisch. Okay, jetzt sind wir hier. Aber hier geht's. Nee, doch nicht. Okay. Geht's nicht weiter. Okay, dann. Jo, Leute. Hoch. Tja. Die Sonne geht in 13 Stunden wieder auf. Das heißt, wir werden nach Hause fliegen.
mit den Dingen. Oh ja, heil mich. Heil mich, kleiner Schmetterling. Mit ein paar Ergebnissen und Dingen. Und wir haben die Matrix, Leute. Wir haben die Matrix. Halt, warte mal, was bist du? Weizen, Tomaten, Mais. Earthing Keim. Diese. Nicht auf normalem Boden. Es wird ein Pflanzbeet benötigt. Früchte. Okay, okay. Wir kriegen Früchte. Königsfahnen für. Das Endprodukt für mehr Informationen. Siehe Vorlagen. Okay, das geht alles in den Kühlschrank. Oder wollen wir mal kurz... ich bin mir gerade nicht sicher. Na, ich glaube, wir fliegen erstmal zur Base und dann überlegen wir, wie es weitergehen soll. So. So, und laden da erstmal aus. Halt, warte mal. Gehen nochmal runter, beziehungsweise brauchen wir gar nicht. Wir können nämlich hier... Wir stellen hier nochmal derweil 100 her. Gehen hier ran. So. Dann können wir hier P. Ach, das kann ich nicht mit Biosprit auffüllen. Okay, ich verstehe. Halt. Okay. So, jetzt sehen wir hier wieder Dinge. So, komm. Dann fliegen wir hier durch. Bevor ich jetzt hier irgendwie... So, da lag. Jetzt haben wir wieder die... Oh, wir könnten auch noch bei dem kleinen Wrack vorbei. Okay, das könnten wir uns auch noch angucken. Kennen wir das schon? Kennen wir das schon? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Oh ne, das sieht nicht so aus. Ja, das nehmen wir mit. Sehr schön. Ah. Okay. Was schlobt denn hier? Ah. Lade nach. So, vielleicht haben wir ja Glück. Und hier ist vielleicht das zweite Ei. Oh, yes, da ist das zweite Ei mit drin. Ich habe ein Mama-Monster getötet. So. Okay. Dann. So. Okay. 900 Meter. Okay, wir gehen mal in die Außenperspektive. Aus der Innenperspektive zu fliegen ist schon ein bisschen... Okay. Wir könnten auch nochmal pingen. Okay, da hinten ist noch ein... Nee, da ist der Obelisk. Okay, da ist der Obelisk mit dem Science Camp. Hm. Das heißt, wir legen uns gleich mal schlafen. Wenn wir alles aufgeräumt haben. Und wenn wir geschlafen haben. So. Wieder einmal landen. Dann fliegen wir zum Obelisken. Wir machen uns auf jeden Fall noch. Munition. Ach, da hätte ich noch 6 Bandagen gehabt. Ach, Mist. Naja, gut. Okay. Das Zeug hier. Das hier. Ja, Bandagen sollte ich vielleicht nicht vergessen. So, das sind die Dinge, die wir brauchen für den Dings. Okay, lass mal die Bandagen mal hier drin. Wir könnten natürlich auch gleich mal... halt, warte. Obwohl, nee, das Ding macht... Okay. Passt auf. Wir nehmen die hier auch noch mit. Und schalten den hier nochmal auf. Aus. Komm. So. Okay. Das macht er jetzt fertig.
Dann nehmen wir hier die Holzstämme mit. So. Na, wie weit bist du? Gleich fertig. Das nehmen wir gleich mit. So, der wird auch gleich fertig. Komm, 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 komm. Mach ein bisschen schneller. Junge, wir haben doch keine Zeit. Dann werden wir nämlich für unser Sturmgewehr mal noch ein bisschen Munition machen. Ja. So. Gucken hier rein. Ist noch nicht fertig. Jetzt ist es fertig, war ja klar. So. Okay, warte mal. Das ist das falsche Teil. Wir wollen hier hin. Doch, das geht. Okay, doch, das geht. Okay, das geht. Das heißt, das können wir doch hier drin lassen. Ja, das lassen wir hier drin. Und jetzt mal schnell hier an den Kühlschrank. Ach, es britzelt so schön bei Nacht und Wind. Halt nein. Die kommen hier rein. So. Und den Rest packen wir. Packen wir hier rein. So. Können wir jetzt irgendwas Cooles hier vielleicht? Okay. Können wir große Alienblumen machen? Die machen Knospen. Okay. Das würde Früchte machen, aber Früchtekeime haben wir jetzt, genau. Alien Honig können wir noch nicht machen. Da müssen wir erst nochmal natürlich einen Süßstoff finden. Aber Fasern wäre natürlich auch eine Sache. Hülse. Ja. Gewürz, ja, Gewürz werden wir auch noch brauchen. Okay, Leute, wir legen uns mal schnell hin. Ach Mist, ich hätte die Munition noch anwerfen können. Naja, dann machen wir das jetzt. So. Zwei. Was brauchst denn du für Munition? Wir gucken mal. Wahrscheinlich Gewehrmunition. Halt, das ist ein bisschen viel. Wir machen mal 40. So. Da kommen ja jedes Mal X raus. Wie viel kommen dabei raus? Ah, 50. Okay, das heißt, wir nehmen hier mal nochmal 10 weg. So. Mhm. Okay, kriegen wir hin. Oh, eine Verteidigungsdrohne. Ach, platzieren sie in einer Drohnenbucht. Okay. Ja, wir können hier mal noch so ein paar von diesen Einzelteilen reinpacken. So. Verladungen haben wir. Ohrer. Ja. Den Key-Matrix lassen wir hier. Die Elektronik kommt hier mit rein. Okay, das läuft also. Judy, ich würde sagen, es wird langsam hell. Wir nehmen hier gleich die Munition mit. 250 Schuss, jawohl, das klingt doch gut. Gucken wir uns jetzt den Obelisken an. Halt, essen könnten wir hier schnell nochmal. Beziehungsweise, ja, die üblichen Aufgaben hier, ne? Mal schnell durchernten. So. Wahrscheinlich ist das Gewächshaus viel zu groß angelegt für eine Person. Wahrscheinlich muss ich dann noch ein bisschen was wegnehmen und, könnte dann vielleicht, also wenn wir von dem Korn genügend haben. So, hier noch ein bisschen Kaffee. Ist aber nicht der coole Katzenkaffee. Der ganz teure. So. So. Also ich glaube, von dem Korn könnten wir ein bisschen was wegnehmen. Und könnten dann da noch Früchte anbauen. Das wäre doch fast ein Ding, oder?
So, wuppdiwuppdiwuppdiwupp. So, ja, ich glaube auch. Guckt mal, wie viel Korn wir hier haben. Also Getreide. Getreide, wir haben. Okay. Okay. Wir wollen einen Ausflug machen und Spiel sagt nö. Und Spiel sagt nö. Planet wird zornig. Wir haben die Infizierten getötet. Spiel ist zornig. Akura sagt nein. Okay. Okay. So, hier nochmal was essen. Okay, du fühlst dich wohl und ausgeruht. Derweil können wir hier nochmal kurz gucken. Noch ein bisschen Munition mitnehmen. Jawohl, 900. Das sagt doch viel aus. So. Ist das ganz schön laut. Warum ist das dann hier drüben so laut? Wir haben hier überall Fenster drin. Hab ich irgendwo ein Fenster vergessen? Nee. Hier, achso, ja, hier ist auf jeden Fall offen, das ist okay. Und hier ist aber auch zu. Ja, und hier ist auch laut. Okay. Vielleicht irgendwas falsch gebaut. Weil hier. Ach, warte mal. Hier haben wir ja zwei dicke Wände, Leute. Hier haben wir. Also, hier rum haben wir zwei dicke Wände. Könnte es das sein? Das müssen wir mal probieren. So. Okay, Leute. Wir machen das aber trotzdem. Drei. Gib uns einen Ping. Obelisk. Obelix. Willkommen. Okay. Okay, dann landen wir hier mal schön. Und mal gucken, ich habe die Key Matrix einstecken. Okay, ich erwarte hier schlimme Dinge. Okay. Was zur Hölle bist du? Das Portal ist deaktiviert. Okay. Wir sprechen mit der Konsole. All members of the expedition teams report to the responsible base commanders. Maximum alert. Level applies. Okay. Das Portal hier unten scheint inaktiv zu sein. Es gibt jedoch Emissionen von aktiven Teleportern, die von der Spitze des Obelisken ausgehen. Okay. Okay, da haben wir einen weiteren. Okay. Jawohl. Log 4. The Key Matrix opened the obelisk for us. In the lower area, there is a portal that we could not activate. Entschuldigung. Apparently, a console and the key we got from the Font of Knowledge are not enough. The teleporters in the upper part of the building lead to other moons of the gas planet. The other said, I could wait for reinforcements from the Academy. Ah, that's all I need. Having to share this discovery with my mother. I've got myself a suit and I'm going to try the upper teleporters. Nothing ventured, nothing gained, right? Okay. Okay. 4 von 16. Okay, diese Kugeln sind auch cool. Sowas hätte ich gerne als Lampe. Oh. Okay. Okay.
Okay. Hier haben wir einen Aufzug. Okay, jetzt sind wir hier runter. Okay, grün, gelb, blau. Okay, das geht nach Masperon. Das geht nach Skelon. Der geht nach Arkur. Und der geht nach Ningguis. Okay, Leute. Okay. Ich glaube, ob wir teleportieren, das müssen wir uns echt gut überlegen. Das müssen wir uns richtig gut überlegen. Das braucht wahrscheinlich ordentlich Vorbereitung. Und wie ihr seht, ja, waffentechnisch sind wir vorbereitet, aber Essen geht zur Neige. Wir haben einen Schutzanzug, aber der Schutzanzug ist auch langsam kaputt. Bedeutet, wir müssten auch einen neuen bauen. Ja. Ja. Das heißt, hier könnten wir mit ein bisschen Vorbereitung die anderen Monde besuchen. Das ist schon cool. Das heißt, wir müssten gucken, was brauchen wir zum Beispiel für kleine Sprungantriebe? Was bräuchten wir da an Materialien? Den Mond sollten wir dann besuchen, damit wir dort quasi eine Basis aufbauen können, damit wir dort dann Sachen machen können. Aber ich würde mich gerne mit den Talon vorher noch ein bisschen gut stellen. Okay. Okay, krass. Teleportieren wir uns. Okay, das heißt, ein bisschen Basisausbau kommt noch. So, also das erweiterte oder das umgebaute Gewächshaus für Früchte. Ja. Ja. Dann ein bisschen Questen für die Talon, damit die uns mögen. Wäre wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Und dann, wenn wir neues Zeug besorgt haben. Also den neuen Anzug könnten wir schon mal in Auftrag geben. So. Gucken wir mal, Leute. Schauen wir mal, können wir vielleicht schon einen besseren Anzug freischalten? Nee. Nee, wir haben nur den leichten Schutzanzug, okay. Es gibt nur den, zumindest jetzt. Gibt es noch mehr Schutzanzüge, Leute? Also im Vanilla-Gameplay? Ja, das wäre interessant zu wissen. Ja, und hier könnten wir dann mal auch in Richtung ein schweres Scharfschützengewehr. Okay. Okay, gucken wir mal. Können wir das schon bauen? Nee, können wir nicht. Weil das eine Fluxspule braucht. Okay. Okay, und Upgrade-Bausätze. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen mehr forschen. Ihr hattet recht, wir müssen mehr forschen. So, wir bauen aber mal schnell einen neuen Anzug. Vielleicht könnten wir auch hier auf die Teile mal umsteigen und hier die Teile mal wegmachen. Das könnten wir oben drüber bauen. So ein richtig hübsches kleines Lagerteil. Ja, das wäre eine Idee. Das könnten wir noch als Ausbau machen. Ja. Okay, Leute. Die Folge neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben große Pläne für die Zukunft. Wir werden uns noch ein ganzes Stück mehr von dem Spiel angucken. Ich freue mich sehr,
dass wir das in Abwechslung mit Ihnen machen. Ihnen scheint von der Story her nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Das ist sehr, sehr krass. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Sven.